Firma Artitec, liebe Modellbahnfreunde, darf natürlich bei unserem Rundgang hier auf der Spielwarenmesse in Nürnberg nicht fehlen. Und Diederik Thomesen, rechts zu meiner Seite, wird natürlich auch wieder die Neuheiten für dieses Jahr präsentieren. Danke sehr. Wir haben wieder viele Neuheiten gemacht dieses Jahr. Ungefähr 90 Neuheiten haben wir. Es betrifft sowohl im Eisenbahnbereich haben wir Neuheiten. Der Hauptneuheit, das sind die Güterwagen von der Gattung Linz und Villach. Das machen wir auch zusammen mit der Firma Roco. Das heißt, wir machen die Epoche 2 und die Firma Roco macht die Epoche 3 und 4. Dazu haben wir auch gleichzeitig Ladegüter gemacht für sowohl die Linz als die Villach. Die Ladegüter sind was? Was muss man sich da vorstellen? Was habt ihr gemacht dafür? Also wir haben Ladegüter gemacht, zum Beispiel Kisten oder ein Transformator, ein AEG-Transformator haben wir gemacht. Wir haben eine Planierraupe haben wir auf einen Flachwagen gestellt und wir haben ein paar Ladungen gemacht aus dem Zweiten Weltkrieg. So, und das ist schon fast das Stichwort zur Überleitung für das nächste Programm. Den meisten ist es ja bekannt, dass sie nicht nur Wagen oder Modelle, Fahrzeuge herstellen, sondern auch Sammlermodelle herstellen selbst oder zum Selbstzusammenbauen anbieten. Und Zweiter Weltkrieg, Militärprogramm, gibt es ebenfalls was Neues. Ja, also wir haben, da sind wir wieder weitergegangen, um unser Panzer, um dazu erweitern das Programm mit einem Panzer 3. Viele Ausführungen wieder, Winterausführungen und mit Tarnungen und so weiter. Und wir haben da auch einige amerikanische Panzer haben wir da gemacht und ein paar amerikanische Lastkraftwagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die Bundeswehr habt ihr natürlich auch nicht vergessen mit dem Leopard 2A4. Haben wir sicher nicht vergessen. Also das ist ein, technisch ein sehr interessantes Produkt. Also die A2A4 kommt in Ausführung als Eisenbahntransport, aber auch Kaserneausführung und mit Tarnung. Ja. Und wenn wir an Militär reden, ist ja nicht der Zweite Weltkrieg nicht nur interessant an Fahrzeugmodellen, die gebaut worden sind, sondern die haben ja auch den Ersten Weltkrieg mit sehr interessanten Fahrzeugen dabei. Stimmt, ja. Wir haben die berühmte Mark IV haben wir, nachgebaut als Modell. Das war ein englischer Tank, ein englischer Panzer. Aber auch die deutsche Armee hat die erbeutet und wir haben auch deutsche Ausführungen haben wir gemacht. Zusätzlich haben wir auch Figuren dazu gemacht, also Offizieren und einfache Soldaten haben wir als Fertigmodell, als Produkt ausgebracht. So, und dann kommen wir nochmal zum Modelleisenbahnzubehör zurück. Da bieten Sie an, das Flussschiff hatten wir, glaube ich, schon vorher im Programm, aber dieses Jahr gibt es als Fertigmodell in H0. Ja, also wir kommen mit ein fertiges Flussschiff, ein Rheinschiff. Das ist ein H0-Schiff, aber auch in N-Bereich und in Z-Spur haben wir, also fast für jede Spurweite haben wir jetzt fertige Schiffe haben wir im Programm. Aber für die H0-Bahner sehr interessant, wer also jetzt an der Flusslandschaft sein Motiv wählt, kann also auf ein Modell von Artitec in jedem Fall zurückgreifen. Ja, der ist auch nicht so groß, also der passt zu jeder Anlage und der ist so ungefähr, hat ungefähr diese Größe, hat das Schiff. Ja. Und auch so, auch Laderaum, also man kann das auch mit Ladung versehen. Ja. So, für die Landschaftsbauer, die jetzt zum Beispiel ein Getreidefeld haben, muss auch irgendwann mal abgeerntet werden, habt ihr natürlich auch das passende Zubehör. Ja, das stimmt. Also wir haben einen Mähdresser und die ist auch hier in die Vitrine zu sehen. Ja. Wir haben auch noch einen Heuwagen dazu. Also wir haben auch im Agrarbereich haben wir unser Programm ein bisschen erweitert. Müssen wir auch noch den Fortson-Traktor erwähnen, denn nach dem Abernten muss das Feld ja wieder gepflügt werden, also ist der Traktor genau das Richtige. Ja, die hat noch ein paar Sachen dazu bekommen, also mit einem Frontlader und einem Streuwagen dazu. Ein sehr interessantes Fahrzeug ist auch der Caterpillar Bulldozer, den Sie da anbieten. Stimmt, ja. Also das ist ein berühmter Bulldozer aus dem Zweiten Weltkrieg, würde aber in die 50er und 60er bis 70er Jahre noch benutzt beim Straßenbau und ist ein sehr schönes Modell geworden. Dann kommen wir natürlich noch zu einem weiteren Thema.
Wir hatten es auch bei den anderen Modellbahnherstellern schon gemacht. Wir haben einen kleinen Chat aufgemacht über den Modellbahnshop Lippe, wo jeder Modellbahner so seine bestimmten Fragen loswerden kann. Und zur Artitech, kam natürlich auch eine Frage. Wollen Sie sie beantworten? Natürlich, also natürlich. Jede Frage möchten wir beantworten. Gut, okay. Gehen wir ran. Also, es hat geschrieben ein Herr Gebert aus Stuttgart. Er fragt nach dem Ausbau, ich nehme an, von Fahrzeugen im Militärsektor und Spur N. Sind auch andere neuere Fahrzeuge geplant, wie zum Beispiel der Dingo? Das ist eine ganz spezielle Frage. Also der Dingo dann leider nicht, aber für die M-Bahn haben wir sicher Neuheiten. Also wir haben auch einen Leopard 2 haben wir für die M-Bahn, die auch sehr gut als Ladegut zu benutzen ist. Und auch die amerikanische Abram-Tank haben wir auch für die M-Bahn. Also wir machen da auch wieder ein Programm, auch ein Walzer ist in N, also als Neuheit. Und auch ein Heuwagen. Und dazu haben wir auch noch Ladegüter für die N-Bahn. Ja, da sind wir eigentlich schon am Ende unserer speziellen Neuheitenvorstellung angelangt. Lieber Thomesen, wir möchten aber an der Stelle nochmal darauf verweisen, dass die Freunde der Modellsammler gerne auch auf ihren Internetseiten mal gucken können. Da sind die Neuheiten ja komplett alle vorhanden. Ja. Ansonsten, liebe Modellbahnfreunde, Modellbahnshop Lippe, da werden Sie ebenfalls fündig. Dann darüber werden auch diese vielen Dinge, über die wir jetzt hier gesprochen haben, verkauft. Lieber Dietrich Thomesen, vielen Dank für das tolle Gespräch und noch eine schöne restliche Woche auf der Messe. Danke. Ich habe zu danken. Danke sehr.